Wenn du dir denkst, mein Kind braucht keine Sprachförderung, die Sprachen wird es so oder so von selbst lernen, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Ich erkläre dir, warum das nicht ganz der Wahrheit entspricht und warum besonders mehrsprachig aufwachsende Kinder von uns Eltern eine bewusste Förderung brauchen. Hallo, mein Name ist Dr. Adeline Hurmadje. Ich bin Gründerin von Herzenssprachen und helfe Eltern dabei, ihre Kinder liebevoll und ganz sicher in eine glückliche und kompetente Mehrsprachigkeit zu begleiten. Und als erstes heute möchte ich mich bei dir bedanken, dass du Teil dieser Community bist, dass du gerade dieses Video dir anschaust. Ich bekomme immer wieder spannende Fragen, die ich dann gerne in Videos aufgreife. Zögere also nicht, mir einen Kommentar mit einer Frage oder einfach nur einem Gedanken zu hinterlassen. Ich freue mich, von dir zu lesen. Mehrsprachige Kinder wachsen unter extrem unterschiedlichen Bedingungen auf. Und gerade die sprachliche Konstellation sowie die gewählte Kommunikationsstrategie spielen dabei eine entscheidende Rolle, ob die mehrsprachige Erziehung ein Erfolg wird oder nicht. Mit Erfolg meine ich, ob ihr als Eltern damit eure Träume erfüllt, eurem Kind eure Sprache weiterzugeben. So, dass es sie auch gerne und gut spricht. In diesem Video gehe ich auf die Frage ein, warum alle Kinder eine bewusste Förderung brauchen und warum mehrsprachige Kinder sie umso mehr brauchen. Ich gebe dir dann im Anschluss ein paar konkrete Tipps, wie du dein Kind im Alltag fördern kannst. Wenn du noch mehr darüber erfahren willst, wie du dein Kind konkret bei seinem Spracherwerb unterstützt und von Anfang an mit der mehrsprachigen Erziehung alles richtig machst, dann hol dir unbedingt mein kostenloses Starter Guide. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Tipps zu verpassen. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich über ein Like und das Teilen. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Vielen Dank. Sprache ist ein lebenslanges Gut, das wir tagtäglich nutzen. Und der Grundstein für unsere Sprachkompetenz wird bereits in den ersten Lebensjahren gelegt. Wenn ein Kind in dieser Phase einen deutlichen Rückstand im Spracherwerb hat, kann das langfristige Folgen haben. Schwierigkeiten in der sprachlichen Entwicklung beeinflussen nicht nur das Sprechen, sondern auch später das Lesen, Schreiben und die allgemeine kognitive Entwicklung. Der frühkindliche Spracherwerb ist eine der zentralen Phasen des Lebens. Kinder sind in den ersten Lebensjahren besonders empfindlich für Sprache und lernen vor allem durch Hören und Nachahmen. Das heißt, wenn ihr als Eltern in dieser Phase aktiv die Sprachentwicklung fördert, dann schafft ihr die Grundlage für den späteren schulischen und sozialen Erfolg eures Kindes. Nun, warum ist die Sprachförderung von Anfang an bei mehrsprachigen Kindern umso wichtiger? Vor allem in den ersten Lebensjahren ist es viel leichter, eine starke sprachliche Bindung aufzubauen. In dieser Phase sind Kinder hochmotiviert, Sprachen zu lernen, was sich mit zunehmendem Alter jedoch verändern kann, wenn nicht der richtige Rahmen geboten wird. Deshalb ist es besonders wichtig, von Anfang an auf eine enge Bindung zu achten und diese auch aktiv zu fördern. Wenn nicht bewusst von Anfang an mit den Sprachen umgegangen wird, dann kann es später zu frustrierenden und immer schwierigeren Situationen kommen. Viele Eltern kommen zu mir und sagen, ach, es wird zu anstrengend, mein Kind versteht mich immer weniger und ich merke, ich switche immer mehr in die andere Sprache. Und das ist ein Teufelskreis und kann zum Aufgeben der eigenen Sprache führen. Daher ist es essentiell, kontinuierlich an der sprachlichen Bindung zu arbeiten und den Kindern von Anfang an die Möglichkeit zu geben, in beiden oder in allen Sprachen sicher und selbstbewusst zu kommunizieren. Als mehrsprachig erziehende Eltern sollten wir uns immer bewusst machen, unsere Kinder lernen unsere Sprachen sprechen, vor allem durch das, was sie hören. Wenn Sie eine Sprache jedoch nur von einer Person hören, kann Ihr Wortschatz begrenzter sein, als wenn Sie diese Sprache in vielfältigen Kontexten und von verschiedenen Menschen lernen. Also müssen wir unseren Kindern ganz bewusst die Möglichkeiten bieten, ihren Wortschatz so viel es geht zu erweitern. Wie du das machen kannst, sage ich dir jetzt. Junge Kinder lernen Sprechen und Sprachen primär durch Interaktion. Je bewusster du von Anfang an Interaktion mit deinem Kind gestaltest, desto besser kann sich dein Kind sprachlich entwickeln. Ich gebe dir jetzt 4 wichtige und ganz praktische Tipps. Nimm dir jeden Tag ganz bewusst Zeit für die intensive 1:1 Interaktion mit deinem Kind vor. Sei es nur zum Austauschen oder gemeinsam ein Buch anzuschauen, zu spielen oder zu singen. Dabei ist sehr wichtig, dass du deinem Kind deine volle Aufmerksamkeit schenkst.
Am besten ist in dieser Zeit dein Handy nicht in Reichweite. Involviere dein Kind in den Alltag und in das, was du tust und sprich dabei viel mit ihm oder mit ihr. Berücksichtige die Interessen und Bedürfnisse deines Kindes bei der Auswahl von Spielmaterialien und Büchern. Denn da, wo sein Interesse liegt, da ist auch seine Motivation am stärksten, sich auszudrücken und damit sprechen zu lernen. Der letzte und vierte Tipp: Unternimm viel mit deinem Kind außerhalb von zu Hause. Damit kannst du seinen Sprachhorizont so weit wie möglich erweitern. Mehrsprachigkeit ist ein wertvolles Gut, das Kindern viele Vorteile bietet. Damit diese Vorteile jedoch voll ausgeschöpft werden können, ist eine gezielte Sprachförderung unerlässlich. Hol dir mein kostenloses Starter-Guide und gib deinem Kind und deiner Familie die Chance auf ein glückliches und sprachstarkes Leben. Was tust du jeden Tag bewusst, um die Sprachentwicklung deines Kindes zu fördern? Schreib mir gern in die Kommentare. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Denk an das Liken, Teilen, Abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Au revoir, deine Adeline.